Jetzt gucken wir uns an, wie man die Maxwell-Gleichung von der differenziellen Form, die wir vorher kennengelernt haben, in die sogenannte integrale Form überführt. Beide Formen haben ihre Vor- und auch manchmal auch ein klein wenig ihre Nachteile. Die differenzielle Form ist auf jeden Fall immer richtig und lässt sich nur manchmal nicht so leicht handhaben, weil es ja dann, im Prinzip ist es eine Differentialgleichung, die sich nicht so einfach lösen lässt. Das fällt nicht so ganz einfach. Aber im Prinzip gibt es eine Lösung für ein gegebenes, für die gegebene Verteilung von Ladung. Kann ich das elektrische Feld angeben? Ich muss nur noch die Randbedingungen angeben. Aber wir benutzen in der Physik 2 eigentlich viel lieber die integrale Form. Die kann man also ableiten oder herleiten, indem wir einen Integralsatz benutzen. Integrale Form. Dazu benutzen wir das sogenannte den Gaußschen Satz der Integral der Differentialgeometrie. Und der Gaußsche Satz sagt Folgendes aus: Wenn ich also eine Fläche habe, ich mache hier mal eine Skizze, die geschlossen ist, das ist also eine geschlossene Fläche. Eine geschlossene Fläche hat die Eigenschaft, es gibt ein Außen und es gibt ein Innen. Eine Fläche umschließt ein Volumen. Ist komplett abgeschlossen. Ich kann also auf der Fläche mich hin und her bewegen. Ich komme nicht in das Innere von dieser Fläche. Ich kann also nicht die Seiten wechseln. Bei einer offenen Fläche ist das möglich. Da gibt es dann immer einen Rand, über den ich hinauslaufen kann. Dann komme ich dann auf die andere Seite. Eine geschlossene Fläche hat das nicht. Und der Gaußsche Satz sagt also aus, wenn ich jetzt über diese Fläche integriere, und zwar ein Vektorfeld, und das deutet man an, indem man hier so ein Integralzeichen mit einem Kringel versieht. Dann nenne ich mal das hier die Fläche, das sei also das Volumen V, was da drin steckt. Und die geschlossene Fläche drumherum, die schreibe ich hin als so ein Differentialzeichen V, soll also bedeuten, damit meine ich die Fläche, die dieses Volumen umschließt. Und über diese Fläche integriere ich hier. Und ich integriere jetzt die Feldkomponenten an dieser Oberfläche mal skalar mal genommen mit einem differenziellen Flächenelement, das nenne ich df. Und damit ist gemeint, ich kann mir also hier so ein kleines Flächenelement vorstellen, das hat einen normalen Vektor, der zeigt immer nach außen. Das ist die Konvention bei diesem Integral. Und dieser Vektor zeigt also nach außen und hat die Länge, die entspricht der Fläche, die dieses Flächenelement umschließt oder dieses Flächenelement enthält. Und dieses Integral ist gleich, das Gesamtintegral über die gesamte geschlossene Oberfläche, ist gleich dem Volumenintegral, das heißt, ich integriere jetzt hier über das Volumen von der Divergenz, also Nabla, Punkt E, über das gesamte Volumen integriert. So, wie hilft mir das jetzt irgendwie weiter? Ich kann jetzt diesen Gaußschen Satz anwenden auf meine Maxwell-Gleichung. Und zwar sehe ich ja hier diese Divergenz von dem elektrischen Feld, also Nabla.E, die taucht hier unten auch auf. Das heißt, wir können also dort auch schreiben, dass das gleich der rechten Seite von unserer Gleichung ist. Und die rechte Seite ist Rho durch Epsilon 0. Wenn die Integranten gleich sind, ist das Integral über diesen Integranten auch gleich. Das heißt, diese Gleichheit gilt dementsprechend. Und das hier ist aber eigentlich relativ einfach zu erkennen. Das gibt dann einfach nur, wenn ich jetzt die Ladungsdichte habe, ich integriere sie auf über das gesamte Volumen, dann erhalte ich die Gesamtladung, die in dem Volumen existiert. Das nennt man dann die eingeschlossene Ladung. Ich kürze das mit Groß Q ab. Gebt dem Index aber noch dazu, damit ist eingeschlossen gemeint, geteilt durch Epsilon 0. Und jetzt auf der linken Seite habe ich hier E.df stehen. Auf der rechten Seite habe ich die eingeschlossene Ladung. Diese Größe hier, das ist eine Größe, die hat physikalisch auch eine Bedeutung. Das nennt sich der elektrische Fluss durch die Fläche. Damit ist also gemeint Fluss, das gesamte Feld durchfließt die Fläche,
Und das, was ich dort ausrechne, ist dann der elektrische Fluss. Und damit haben wir auch schon unsere Maxwell-Gleichung in der Form, der integralen Form hier stehen. Wir haben also hier einmal auf der rechten Seite, ich würde die einfach nochmal hier hinschreiben. Wir haben also einmal das Flächenintegral E df ist gleich eingeschlossene Ladung durch Epsilon 0. Das ist die integrale Form. Wir werden sie auch nochmal gleich benutzen, um ganz konkret ein Feld auszuwählen.